herzlich willkommen bei Tiere Live TV. Heute mit dabei eine American Curl, nämlich die Golden Grey von der Kateri Palladia. Und was das Besondere an diesen American Curl Katzen ist, sehen wir hier schon an den Ohren. Und den Rassestandard wird uns die Züchterin Frau Natalie Paladitschuk erklären. Hallo Frau Paladitschuk. Hallo. So, jetzt haben wir ja hier die Golden Grey, eine ihrer schönen American Curl Katzen, ja. Und wir sehen schon hier diese nach hinten geklappten Ohren. Das ist ja das, was die Katzen ausmacht, die Rasse dieser Katzen. Und was ist denn so besonders an dieser Rasse? Interessant ist, dass Baby, welche auf die Welt kommen, haben alle normale Ohren. Und okay. Dann im dritten Tag, wenn fängt an, diese Knoppel sich zu bauen, uh-huh. Dann Ohren langsam bis siebten Tag fangen an, nach hinten sich zu rollen. Also es darf, habe ich mal nachgelesen, ja. Sollte 90 Grad auf jeden Fall haben, aber nicht mehr wie 180 Grad. Ja. Okay, also weniger als 180 Grad. Weniger als 180 mhm. Grad. Knoppel, diese Ohren sind gebaut sehr interessant, weil zwei Drittel, das ist Knoppel und ja. Ein Drittel, das ist weiche Teil wie bei allen anderen Katzen. Ja, und das fühlt man auch, wenn man hinfasst, dann hat ja. Man hier unten einen richtig festes, knorpeliges Ohr und nur dieser obere, gebogene Teil ist ganz weich, wie man das eigentlich von so einem Katzenohr kennt. Nun ist es ja so, dass Kritiker immer wieder sagen, es wäre eine Qual, Katzen zu züchten mit so verkrüppelten, in Anführungsstrichen, Ohren. Ich habe das aber nun mal recherchiert und es ist einfach nur ein Gendefekt, den man da weitergezüchtet hat, was eigentlich nichts Ungewöhnliches ist. Und dabei hat sich herausgestellt, dass das wirklich nur dieses äußere Ohr betrifft. Das ist eine kosmetische Geschichte. Ansonsten hören die Katzen ganz normal, also das Ohr beeinträchtigt sie gar nicht. Und dadurch, dass man sehr häufig Hauskatzen eingezüchtet hat und dadurch im Prinzip einen Genpool geschaffen hat, der ja. Sehr gesund ist, ja. Sind das auch sehr robuste Katzen. Das ist sehr robuste Katzen. Mhm. Sie können Ohren bewegen wie alle anderen Katzen. Sie hören ja. Genauso wie alle anderen Katzen. Ja. Ich habe ja gehört, dass es nur ganz wenige Züchter dieser Rasse gibt und dass sogar in Deutschland sie die einzige sind. Ist das ja, richtig? Ja, das ist richtig. Das ist sehr, sehr seltene Katze. In ganzer Welt gibt es nur 50 Zwinger von dieser Katze. Auf der ganzen Welt nur 50? Auf der ganzen Welt nur 50 Züchter okay. Von dieser Katzenrasse und in Deutschland bin ich allein. Okay. Na, das ist ja schön, so ein seltenes Exemplar. Hm? Ja, das ist sehr seltene Katzen, weil in Aufzucht sind sie sehr schwierig. Mhm. Gute Qualität zu kriegen ist auch sehr schwierig. Man muss Genetik lernen, man muss bestimmte Partner auswählen, um so eine Qualität von diesen Katzen zu bekommen. Okay. Von Charakter, das auch finde ich noch ein Merkmal. Man nennt diese Katzen Peter Pan in Katzenwelt. Oh, von Charakter okay. Sind sie schmusig, lebhaft, verspielt bis Alter. Sie finden sich keine Herrchen in Familie. Sie lieben alle und alles. Mhm. Sie gerne leben intim mit Katzen, mit Hunden, mit großer Familie, mit Kindern. Und das finde ich auch ein wunderschönes Merkmal, welche man auch bei dieser Katze begeistern muss. Ja, man sieht es ja auch an dieser Katze hier, wie verschmust die ist und wie brav die ist. Und so sind die eigentlich alle, auch hier hinter mir, die Süße.
Und, na, und das ist auch bester Platz. Ja. Auf der Schulter. Ja. Wenn Sie sich also für eine American Curl interessieren, melden Sie sich in Berlin in der Caterie Palladia. Und damit sage ich Tschüss für heute und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.